Sixers holen George. Die Philadelphia 76ers haben Paul George verpflichtet. Das berichten Adrian Wojnarowski und Shams Charania. Demnach unterschreibt George bei den Sixers einen Vertrag über 4 Jahre und dem maximalen Gehalt von $212 Millionen. Damit hat George seinen Willen bekommen. Der 34-Jährige hatte stets betont, unbedingt einen Maximalvertrag unterschreiben zu wollen. Dies war auch der Grund, weshalb er die Clippers verließ und Free Agent wurde. Für die Clippers ist der Abgang von George eine Katastrophe, nachdem sie 2019 unter anderem Gilgeous-Alexander für ihn nach Oklahoma City abgegeben hatten. Jetzt verlieren sie ihn komplett ohne Gegenwert. Clippers verlängern mit Harden. Wenige Stunden nach dem Abgang von Paul George haben die Clippers mit James Harden verlängert. Berichten zufolge unterschreibt der 34-Jährige einen Deal über 2 Jahre mit einem Volumen von $70 Millionen, wobei das zweite Jahr eine Spieleroption beinhaltet. Gemeinsam mit Kawhi Leonard, der noch für 3 weitere Saisons unter Vertrag steht, will Harden in der neuen Spielzeit einen neuen Anlauf auf den Titel unternehmen. Ob das angesichts des alternden Kaders und der großen Konkurrenz im Westen realistisch ist, bleibt allerdings fraglich. Paul zu den Spurs. Chris Paul verlässt die Golden State Warriors und wechselt zu den San Antonio Spurs. Beim 5-maligen Meister unterschreibt er einen Vertrag über 1 Jahr, wobei er $11 Millionen verdienen wird. Damit schließen die Spurs ihre Lücke auf der Point Guard Position und haben zudem einen idealen Mentor für Victor Wembanyama und Rookie Steven Castle gefunden. Insbesondere der Franzose wird von Pauls Passspiel profitieren, zudem ist der 39-Jährige als Mentor erprobt. So half er unter anderem schon Shai Gilgeous-Alexander während seiner Zeit in OKC und Devin Booker bei den Suns, die nächsten Entwicklungsschritte einzuleiten. Verstärkung für Wagner und das Silva. Kentavious Caldwell-Pope hat sich den Orlando Magic angeschlossen. Beim Team von Franz Wagner und Tristan da Silva unterschreibt der Shooting Guard einen Vertrag über 3 Jahre und $66 Millionen. Die Denver Nuggets, bei denen der 31-Jährige bisher spielte, machten ihm ein ähnliches Angebot. Bei den Magic soll er vor allem das schwache Shooting beheben. Caldwell-Pope traf in der vergangenen Spielzeit über 40% von draußen und soll das Spacing des Teams verbessern. Schließlich traf Orlando in der letzten Saison die wenigsten Dreier und hatte die 6. schlechteste Quote der Liga. Der Deutsche Moritz Wagner hat das Team indes vorerst verlassen. Orlando hat seine Teamoption nicht gezogen. Beide sollen sich während der Free Agency allerdings in neuen Verhandlungen wieder annähern. Murray zu den Pelicans. Die Atlanta Hawks haben DeJounte Murray zu den New Orleans Pelicans getradet. Im Gegenzug wechseln Larry Nance Jr. und Dyson Daniels zu den Hawks, die zudem noch 2 Erstrunden-Picks bekommen. Damit beenden die Hawks das Experiment mit Trae Young und Murray, die in ihren 2 gemeinsamen Jahren nie eine wirkliche Chemie entwickeln konnten. Trotz der schwierigen Umstände bei den Hawks legte Murray in der letzten Saison mit 22,5 Punkten einen neuen Karrierebestwert auf. Den Pelicans soll er vor allem durch seine Spielmacherfähigkeiten helfen. In den vergangenen Jahren fehlte es dem Team von Zion Williamson oftmals an echtem Point Guard-Potenzial. Mit Murray soll sich das nun ändern. Mavericks verlieren Jones Jr. Die Dallas Mavericks müssen in der kommenden Saison ohne Forward Derrick Jones Jr. auskommen. Wie Shams Charania berichtet, schließt sich Jones für 3 Jahre den Los Angeles Clippers an, bei denen er insgesamt $30 Millionen verdienen wird. Für Dallas ist es ein herber Verlust, da Jones einer der Hauptfaktoren für den Einzug in die Finals war. Zudem tradete die Franchise extra Tim Hardaway Jr. zu den Pistons, um mehr Capspace zu bekommen, um ihm ein höheres Gehalt zu garantieren. Laut General Manager Nico Harrison sei die Verlängerung mit Jones Priorität 1A und 1B gewesen. Jetzt müssen sich die Mavericks aber umorientieren.